So wie es aussieht, hat Rockstar Games eigentlich ein deutlich fetteres DLC für Sommer geplant gehabt. Das lang ersehnte Polizei-Update sollte eigentlich anstelle des Summer Specials erscheinen. Alle Beweise für diese Aussage, ich werde sie dir in diesem Video zeigen. Viel Spaß dabei. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ach Freunde, ich bin happy aus zwei Gründen. Nummer 1 ist, ich habe endlich mein Alien-Outfit in GTA Online bekommen. Ich habe gestern im Stream noch den letzten Truck gefunden und damit konnte ich mir endlich das Alien-Outfit holen. Und Punkt Nummer 2 ist, ich habe Besuch von meinem Moderator. Naja, im heutigen Video sprechen wir mal über die ursprünglichen Pläne von Rockstar Games, welche sie für das Sommer-DLC 2020 hatten. Denn es gibt Überreste und Hinweise dafür in den Files vom neuen DLC, also nicht in den alten oder so, sondern wirklich in den neuen Files, die wir am Dienstag runtergeladen haben, dass eben noch ein Polizei-DLC kommen sollte anstelle von dem Summer Special. Zunächst einmal muss ich aber euch zwei Personen vorstellen und das ist nicht Finn. Erstens Videotech und zweitens Rollschuh. Zwei Modder, welche zwar nicht ganz so bekannt sind wie Jan2295 oder Text2, die wir ja schon aus anderen Videos kennen, jedoch in der Vergangenheit auch sehr oft Dinge in den Files und im Coding entdeckt haben und mit denen werden wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen und ich verspreche euch, am Ende von diesem Video werdet ihr die beiden Namen nie wieder vergessen. Okay, angefangen hat alles mit einem Tweet von Videotech und hier hat er eben Folgendes geschrieben. Wir haben einige Stunden genutzt, um uns die Fights vom Summer Special anzuschauen und ich habe mich tief in die Sprachdateien eingegraben, eine neue Erwähnung von Cops gefunden und zwei neue Polizeistationen wurden als Vespucci Police Station und Mission Row Police Station aufgeführt. Es gibt 15 neue Platzhalterungszeichenfolgen. Interessante Kleinigkeiten. Und daraufhin hat er noch einen zweiten Post rausgehauen und hier schreibt er: Einige Sirenen wurden in visualsettings.dat erwähnt. Außerdem wurde ein neuer Shader für Sirenen hinzugefügt. Vehicle Light Sim. Junge, was ist das für ein Wort? Guck dir das mal an. Vehicle Light Sim Massive oder sowas. Ja, sag du das einfach. Vehicle Light. Ich sag's, das ist unaussprechbar. Sprachen lernen, Bubble. Vehicle Lights im Massive-Sirenen.sps. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Cops und Crooks Überreste sind. Und da gab es jetzt zu Recht mal wieder einige Leute, die meinten, ey, was labert der eigentlich schon wieder für ein Müll? Den Cops und Crooks DLC würde niemals kommen, bla 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 bla. Und damit wurde die Diskussion auf Twitter eigentlich beendet und hat sich verlagert ins GTA-Forum. Und dort ging es fröhlich weiter. Und jetzt kommt eben unsere zweite Person ins Spiel. Und zwar der sogenannte Rollschuh Modder, Leaker, wie auch immer. Und er hat da eben etwas gepostet, was ziemlich interessant ist. Er hat geschrieben, wenn es nicht Cops and Crooks ist, warum gibt es dann noch den Festnahmen-Button in den Files? Dann hat ein anderer User einen Zusammenhang zwischen dem neuen Spielautomaten, dieser unaussprechbare QUB3D, und eben einem Cops and Crooks DLC-Pack gefunden in den Files. Also es hat zusammengehangen. Und das ist jetzt ziemlich interessant, denn wieder ein anderer User hat sich gedacht, okay, vielleicht ist das ja einfach ein geplanter anderer Spielautomat, dass es also einen Spielautomaten geben sollte mit dem Namen Cops and Crooks. Und hier hat wieder mal unser Freund Rollschuh drauf geantwortet. Er schreibt, nee, die Erwähnung von Cops and Crooks ist hier, weil dieser Spielautomat ein Teil von einem Cops and Crooks Pack sein sollte. Das liegt daran, dass es in dieser Datei nur um die Steuerung von QUB3D geht. Das sind nur Notizen für Entwickler. Also, wir haben hier schon mal einige Hinweise darauf, dass eben ein Cops and Crooks DLC geplant war, in welchem dann auch eigentlich der Spielautomat QUB3D hätte erscheinen sollen, denn er ist in diesem Cops and Crooks DLC Pack drinnen, das ist noch verknüpft. Wem das jetzt aber noch nicht reicht, als Beweis, dass eben Cops and Crooks eigentlich das Sommer-DLC war. Wenn man sich die Liste der Minimap-Icons anschaut, dann sehen wir hier eben auch die beiden neuen Icons, sowohl das UFO als auch das Steuerrad. Aber davor ist eben eine ziemlich lange Lücke und das ist ziemlich, ziemlich interessant, denn warum soll es da so eine große Lücke geben? Ich meine, da fehlt doch irgendwas, es ist da irgendwas herausgeschnitten oder gelöscht worden, denn vorher gibt es keine einzige Lücke. Das ist schon sehr, sehr komisch. Also alles in allem bis hierhin mal auf den Punkt gebracht. Wir haben eine Liste, in welcher zwei neue Polizeistationen gelistet werden und einmal das neue Wort Cop drin vorkommt. Und obwohl davon im neuen DLC eigentlich, so wie wir es, wenn wir ganz normal spielen, nichts von mitbekommen.
Zweitens, sie haben einen neuen Shader für die Polizeisirenen. Dann, es gibt eine Funktion mit dem Festnehmen, wurde verändert, aber eben nicht gelöscht. Dann hätten wir den Hinweis in den Entwicklernotizen, dass der Spielautomat QUB3D eigentlich mit den Cops and Crooks DLC ins Spiel kommen sollte. Er ist aber jetzt mit ins Spiel gekommen. Und wir haben noch eine große Lücke bei der Liste mit den Minimap-Icons. Also ich, Freunde, ich glaube, das ist jetzt wirklich Beweis genug, dass wir sagen können, es sollte irgendetwas Cops and Crooks basiertes jetzt im Sommer statt dem Summer Special in GTA Online rauskommen. Ob es ein komplett eigenes DLC ist oder nur ein Teil davon, man kann es nicht sagen. Ich würde jetzt von einem komplett eigenen DLC ausgehen, weil sonst gäbe es diesen DLC-Pack nicht, auch wenn mir das ziemlich viel erscheint. Warum Rockstar Games sich dazu entschieden hat, das Cops and Crooks oder Polizei-Update, wie auch immer, zu verschieben oder komplett zu verwerfen, ist natürlich schwierig zu beantworten, denn ich arbeite nicht bei Rockstar Games, Finn arbeitet nicht bei Rockstar Games und sonst hier auch niemand. Insofern können wir das Ganze natürlich auch nicht hundertprozentig sagen. Vermutlich, oder das ist jetzt halt nur eine Vermutung, ist das Ganze aufgrund von Corona so, dass sie einfach aus ihrem Zeitplan geworfen wurden. Polizei-Update ist natürlich deutlich anstrengender und schwieriger zu programmieren und wenn alle im Homeoffice sind, geht das Ganze nicht ganz so gut. Und deswegen hätten sie das DLC gar nicht erst pünktlich veröffentlichen können. Und dann dachten sie sich, bevor sie ein halbfertiges DLC raushauen oder gar keins, gibt es eben lieber ein kleines Mix-Update mit Sachen, die aus dem Cops and Crooks DLC schon fertig waren, sind drin. Ein paar ganz kleine neue Sachen sind drinnen und so weiter und so fort. Was denkt ihr darüber? Ist das Ganze für euch realistisch? Sollte wirklich ein Polizei-DLC kommen? Sind das euch genug Beweise oder alles nur Zufälle? Schreibt eure Meinung sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Und ja, an der Stelle war es das jetzt auch schon mit dem neuen Video. Ich wollte euch hier nochmal auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Und morgen, meine Freunde, sprechen wir noch darüber, wie das alles zusammenhängen könnte mit dem Winter-Update, mit der Map-Erweiterung jetzt im Dezember, was ja noch kommen wird. Nun gut, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr das Video bis jetzt bis zum Ende gesehen habt und wenn ihr das Video bis jetzt gesehen habt, dann wird es euch gefallen haben, sonst hättet ihr ja schon abgeschaltet. Könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, um wirklich nichts mehr rund um das nächste Update in GTA Online zu verpassen. Ansonsten, Freunde, bin ich jetzt raus. Der nächste Livestream startet erst am Dienstagabend, nur dass ihr das schon mal so im Hinterkopf habt. Jetzt bin ich aber auch wirklich mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen, vor allem einen hammergeilen Tag. Haut rein, bis bald und Peace. The people